Firearms United Network hat die German Rifle Association als deutschen Partner. Und einer der bekanntesten Köpfe ist davon natürlich unser Vorsitzender Oliver Huber. Er ist Sportschütze, insbesondere auch IPSC. Er kennt sich in der Praxis des Schießsports aus wie kein anderer, national wie auch international. Viele kennen ihn aus diversen TV-Dokumentationen und auch Streitgesprächen mit dem Pressesprecher des BDK, Sebastian Fiedler, den ich ja am Montag sehen darf. Bitte sehr, Oliver. Ja, vielen Dank, dass ich hier auch was dazu sagen kann. Mein Thema ist auf der einen Seite die Frage der Magazinkapazitätbeschränkung und auf der anderen Seite die neue Regelung des regelmäßigen Trainings für Sportschützen. Zu den Magazinen und der Magazinkapazität muss man erstmal sagen, es gibt in der EU-Feuerwaffenrichtlinie eigentlich nur einen sogenannten Loading Device. Und der sagt aus, dass nicht mehr als 10 Patronen geladen werden dürfen, plus eine, die im Lauf sein darf. Es wird dort nirgendwo von Magazinen gesprochen. Wenn man das, was man High-Capacity-Magazine nennt, mal real betrachtet, dann sind die Magazine 10, 20 und 30 Schuss eigentlich allgemein gängige Standardmagazine. Wenn man dann noch weiter überlegt, dass der reine Besitz eines Magazinkörpers, also der dann verbotener Gegenstand ist, straftatrelevant wird oder strafrelevant wird, dann bedeutet das, dass dort einfach nur sogenannte Paper Crimes kreiert werden. Diese Paper Crimes werden natürlich kreiert, weil auf der einen Seite viele Magazine im Altbestand sind, von denen die Leute nicht wissen, dass sie dann eigentlich verboten sind. Das ähnliches Problem gibt es bei den Schreckschusswaffen, die Leute, obwohl sie es nicht dürfen, immer noch mit sich führen, weil ihre Kenntnis des Waffengesetzes, dass es inzwischen einen kleinen Waffenschein gibt, verhältnismäßig gering ist. Es ist so, dass man zum Ersterwerb, so steht es zumindest momentan noch im Gesetz drin, ein regelmäßiges Training von 12-mal regelmäßig oder 18-mal unregelmäßig im Jahr braucht. Der Ersterwerb ist meiner Ansicht nach so zu verstehen, dass es die erste Schusswaffe ist, die ich erwerbe. Der eigentliche Folgeerwerb ist bisher gesetzlich nicht geregelt, in meinen Augen zumindest. Jetzt soll eingeführt werden, dass ich mit jeder Waffe, die ich besitze, 12 und 18 Mal regelmäßig trainieren soll. Das heißt, beim Grundkontingent von 5 Schusswaffen, 2 Kurzwaffen, 3 halbautomatischen Langwaffen plus das, was ich über die gelbe WBK noch miterwerben kann, ich im Mindestfall des Grundkontingents auf mindestens 60, wenn nicht sogar 90 Trainingseinheiten im Jahr kommen müsste. Die Möglichkeit, diese Trainingseinheiten durchzuführen, ist durch die geringen Standkapazitäten in Deutschland, die durch die Veränderung der Standgenehmigungen und durch die Schließung vieler Schießstände zusätzlich erschwert ist, kaum noch möglich. Das heißt, für alles, was bisher in der Waffenrechtsnovellierung drinsteht, macht für die Sportschützen einen Großteil ihrer sportlichen Aktivitäten unmöglich. Ganz besonders in der Disziplin des dynamischen Schießens, in der Magazinwechsel notwendig sind, bringen lange Magazine von der Handhabung her einen zusätzlichen Sicherheitsaspekt, weil sie in einem gewissen Rahmen über den Magazinschacht hinaus stehen, teilweise auch durch ihr größeres Gewicht von alleine aus der Waffe herausfallen. Wie vorher schon gesagt worden ist, aus der deliktrelevanten Sicht gibt es überhaupt keinen Grund, dort aktiv zu werden. Wenn man die ganze Sache von der Kostenseite aus betrachtet, dann wird das ungefähr, so nach Abschätzung, 13 Millionen Euro kosten, diese Geschichte umzusetzen. Insgesamt ist das nichts weiter als eine
ja, Placebo-Gesetzgebung, da es überhaupt keine Kapazitäten gibt und auch gar keine Möglichkeiten gibt zu kontrollieren, besitzt jemand ein Langzeitmagazin oder nicht. Wie auch vorhin schon gesagt wurde, ist die Beschaffung von solchen Magazinen über die offenen Grenzen hinweg völlig problemlos. Von daher halte ich diese Sache für vollkommen sinnlos.